Ja. Das will ich dann machen, wenn ich Zeit habe. Gut. Genau. Herausforderung schwer, normal. Da bekommen wir mehr Zeug. Deswegen werden wir wieder auf die Seiten Athens gehen. Auch wenn das nicht alle hier gut finden. So. Hier sind überall so Ausrufezeichen. Warum? Was ist das? Oh, genau. Wir sind ja gerade. Warte mal, wir sind ja gerade hier von der Quest rausgekommen. Haben gerade die Quest quasi fertig gemacht. Ja. I remember. So langsam kommt mein Hirn auch hinterher. gut. Dann schauen wir mal. Da haben wir ja neue Quest bekommen, ne? Das war jetzt zu schnell. Für Gelegenheiten sorgen. Ah, oh, dieses spartanische Siegel immer noch. Da weiß ich aber nicht, wo. Wo ich das machen soll. Wo war jetzt das auch so? Ich glaube, das da, ne? Entschuldigung. Finde und jage den Eber. Ja, stimmt. Den Eber müssen wir ja immer noch machen. Warte, erfuhren der Stufe 22? War das nicht niedriger? Levelt der mit? Levelt der Eber mit? Ich dachte, dass der wäre 18 oder so. Zeit, ich glaube, das kennt der Tobi nicht mehr. Ja. Der Eber hat mich so angekotzt. Hauptsächlich habe ich alles für Sparta erobert, damit ich die ganzen Hopliten für mein Schiff kriege und die neue 300 aufstellen kann. Ach so. Ah, das verstehe ich dann schon, ja. So, dann schauen wir. Oh Gott. Was habe ich denn da bekommen? Alter. Wann habe ich den denn bekommen? Vor allem, ich habe plus 123, 32. Schwertschaden, Attentatschaden, Chance auf kritischen Treffer bei Fähigkeit, Heldenschlag. Was ist der Heldenschlag? Hab ich den? Mach ich den? Mach ich den die ganze Zeit schon? Zepter kann ich nicht. Ich kann die gar nicht mehr auseinanderbauen. Okay, die muss ich dann halt verkaufen. Was ist nochmal Heldenschlag? Ist das der? Yeah! Oh Gott, okay. Gut, dann ist der gekauft. Der ist sowas von gekauft. Der ist eigentlich auch ganz cool. Sperrstufe müssen wir eigentlich auch mal hochleveln. Verbesserung verfügbar. Ja, das wäre ganz gut. Stimmt, das haben wir letztes Mal. Oh! Was schaue ich denn da unten? Okay, also Geisterfall der Artemis. Verschieße einen Geisterfall, der 260 Jägerschaden anrichtet für Schilde, Gegner und sogar Mauern. Also, und durch Schilde und so weiter. Das ist gut. Ares Schlachtruf. Ah, da kann ich das machen, was die ganze Zeit machen. Ich kann die Leute anbrüllen. Nyx. Oh. Glücksschatten. Außerhalb von Konflikten bist du beinahe unsichtbar. Wenn du dich bewegst, kann man dich sehen. Adrenalin wird mit der Zeit schnell verbraucht. Cool. Aber dafür muss ich zuerst klammheimlich. Das ist da. Okay. Ich werde mal das da machen. Statt der 3. Und das da dann mit der 4. Das wird lustig.
Das wird lustig. Aber auch weil ich einfach Spartanerin bin, ich weiß, was treu ist. ich weiß nicht, ob du treu wärst, wenn das dir passiert wäre. Regis, sag es dir wie jede Odyssee-Runde, lass endlich gut sein mit den Sparta-Treue gelabert. Dann fiel es in der Stimme. Okay. Gut, da wollen wir mal schauen. Wen haben wir. Oh. Hä? 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 Wieso, hä? Ich komme gerade nicht klar. Wieso habe ich die? Ist das irgendwie gerade ein Event? Ist das gerade ein Event? Bei Rammen. Rammen ist cool. Ja, es tut mir leid. Ich muss euch alle Feuerwiderstand ist maximal durch Speere. Ja, Speere benutze ich eigentlich kaum. Maximal Feuerwiderstand ist eigentlich auch cool. Maximal Brandsperre. Aber 15% Schaden bei niedrigem Schiffszustand ist halt auch gut. Aber ich benutze keine Speere. Egal. Aber wieso habe ich die jetzt? Ich komme echt nicht klar. Ich habe nur legendäre Brustlinge. Ich will die nicht austauschen. Aber das ist schon eine coole Sache, man. Ja. Ich habe auch jetzt neues Schiffsdesign. Babylonia. Oh. Phönika und Tyrhoiden irgendwie. Waren mal gerade, ne? Handelsmenge. Legendäre Seefahrer. Mathematischen Errungenschaften. Aber vom Look finde ich die da eigentlich am coolsten. Die haben was Blaues dabei. Die sind cool. Wieso habe ich die. Hä? Ja, starte mal bitte kurz. Attentäterinnen. Wieso sollte man. Oh Gott, Mannschaftsthema, die Freigelassenen. Barnabas-Mannschaft. Barbaren. Magi. Alter, wie cool. Okay, ich muss das die machen. Weil es einfach cool ist. Also. Eigentlich müsste ich den da austauschen, auch in eine Frau. Aber das lassen wir jetzt mal. Ramshan ist natürlich richtig cool. Ich komme echt nicht gerade nicht klar, warum habe ich die? Brandeffektivität ist natürlich auch super. Fallschaden, Schwachstellenerzeugung. Wie viel kostet das denn? 130 Holz? Ja, da habe ich ein paar. So, Rammschaden müssen wir eigentlich auch verbessern, weil wir rammen ja alles. So. Wir rammen ja echt alles. So, Söldner, was ist da neu? Ach, da, ja, okay, da ganz oben. Ja, nehmen es ist der Blitz, genau, den haben wir ja entdeckt von neulichen. Alter, wieso hab ich das? Ich check's nicht. Kritischer Schaden für alle Schäden. Kriegerschaden brauche ich eher nicht. Schwertschaden. Erzieher römischer Satz. Minus 100% Abklingzeit für die Fähigkeit Heldenschlag. Willst du mich verquaken? Alter, ist das cool.
alles nur Frauen, du Sexist, ja. Genau. Aber Dida ist halt auch richtig, richtig gut. 8 Jägerschaden, aber 8% Fernkampfschaden mit dem Bogen bei entfernten Zielen. Den zerlegen wir mal. Ach, voller. Ich will die mal sehen. Also ist halt geil. Bin ich nicht so der Fan von. Aber der, ganz ehrlich, Alter, sieht der krass aus. Aber ich finde nicht so passend. Das ist schon cool. Aber da müssten wir quasi. Moment. Moment, wir legen mal einfach so auf Lux und Tollerei das ganze Set an, weil ich glaube, anscheinend haben wir das ganze Set bekommen. Einfach so. Aber warum? Aber warum? Warum? Und wir haben ein neues Pferd, okay. Nehmen wir auch. Warum? Die Seite mal, was ich geschrieben hatte. Achso, okay. Danke, Sarah. Entschuldigung. Aber cool. Dann laufen wir mal. Hey, Dimi. Ja. Was haben wir hier noch? Gigaschaden können wir zerlegen. Kriegerschaden, schwere Waffen, braucht man nicht. Die will ich noch behalten. Okay. Ja, ich hätte auch einfach mal hier weiterspielen können, dann, ja. Da stand es gerade. Belohnung. Gut. Ich werde sonst spoilern. Ich das wäre ich eigentlich. Und für mich nicht schön. Lol. Okay. Nur einfach die Tastatur weg, dann geht es schon. So. Gut, aber ja, kein Stress. Dann habt noch einen schönen Abend. So, um ein Mädchen zu finden. Untersuche das Porneon in Korinth. So. Da unten. Weil wir sind ja schon in Korinth, deswegen dachte ich mir, können wir ja auch mal die Hauptquest weitermachen. Bist du da hoch? Ja, bist du. So. Ah, oh, voll schön. Oh. Wow. Da unten ist es. Du Idiot! Entschuldigung. Ich vergesse immer, dass die dadurch keinen Schaden erleidet. Ja, was echt cool ist, also. Ja. So würde ich auch gerne mal einen Berg runtergehen, wenn es keinen Schaden macht. Ah, schön. So. So, Dimi, wie geht's dir denn? Was macht das alte Haus? Welches alte Haus? Ich hab keine Ahnung. So.
Korinth, die Stadt der Krüge, Hetären und nicht viele mehr. Ja, das stimmt. Das ist korrekt. Passt schon, morgen vor Diplomprüfung. Alter, krass. Dann viel Erfolg und ja, ich hoffe, das passt und das wird alles. Selber so. Naja, so semi-gut. Also, morgen hast du wahrscheinlich schon bei meinem Instagram-Account gesehen. Am 21., das ist in 3 Tagen, gehen wir mit unserem Unternehmen online, beziehungsweise die Vera. Und ja, jetzt bin ich gesundheitlich ein bisschen eingeschränkt, so dass ich nicht mehr alles pünktlich schaffe vorzuproduzieren. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Also so, ja, 50% ist einsatzfertig. Ich stress mich nicht, kennst mich ja. Ja. Da hast du echt. Laut Alkibiades wissen die Hetären etwas über meine Mutter. Ich sollte Antusa ausfindig machen. Also auf jeden Fall. Entschuldigung, ich fand die Habt ihr irgendwie Schwimmbad? Nicht? Schade. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. So. Uff, hört sich stressig an. Gute Besserung. Danke dir. Ja. Stressig ist es auf jeden Fall. Also ich war heute deswegen schon beim Arzt und mal nachfragen und weiter durchchecken. Aber okay. So, wo ist Antusa? Antusa, Medusa, Barracuda? Nee. Falscher Film. Dann mache ich mal die Cam aus. Bist du Antusa? Ich? Antusa? Ja. Für dich kann ich alles sein, Liebes. Ich verlange weniger als die Hetären. Aber ich verstehe etwas von meinem Handwerk. Ihr Name sagt dir also etwas. Antusa? Sie ist schon ewig hier. Aber ich habe sie nie getroffen. Ich weiß, dass die Hetären gleichgestellt zusammenarbeiten. Doch Antusa ist besonders. Sie spricht. Die anderen hören zu. Das ist so cool, die macht sie voll an und sie so. Oh, don't give a fuck. Ja, und kannst du den Namen? Gute Besserung, Tobi. Danke, danke. Hört sich nicht so toll an. Also, kein Covid-19 hoffentlich? Nee. Also, Covid-19 ist es zu fast 100% nicht, weil wir ja eigentlich seit Monaten in Quarantäne quasi sind, also das kann es eigentlich nicht sein. Und es ist höchstwahrscheinlich nur entzündete Magenschleimhaut, stressbedingt. Also wir haben schon alles, also so mit vielleicht Vergiftung durch das Epoxidat oder durch die Maske, irgend so ein Pilz im Rachen, das gibt es ja auch in letzter Zeit sehr häufig. Aber das scheint wohl alles nicht so sein, sondern einfach nur, ja, stressbedingt. Ja, also das Outfit finde ich richtig, richtig geil. Ich finde allgemein weiße Outfits mit so einem, keine Ahnung, Rot oder Blau oder hier ja auch Silber, ist einfach cool. Ich habe noch keine Hetäre getroffen. Glaub nicht alles, was du hörst. Sie verkaufen, was viele von uns in Korinth verkaufen. Doch für sie geht es nicht nur um den Körper. Sie sind Händlerinnen, wenn man so will. Sie sind gerissen und können so gut reden, wie sie aussehen. Klingt nach einem guten Geschäft. Warum willst du keine Hetäre sein? Ich bin nicht mehr die Jüngste, oder, Liebes? Bis ich gelernt habe, was die können, empfange ich die Männer auf dem Totenbett. Okay.
Was ganz kurzes noch, ich muss mal kurz was switchen. Entschuldigung, es geht gleich weiter. Und zwar habe ich gesehen, dass der Audiomixer wieder sich so gemacht hat. Ist der Spielsound zu laut? Wenn die Hetären nicht hier sind, wo finde ich sie? Die tragen so die besser? Nase doch viel zu hoch, um sich mit uns hier unten abzugeben. Wenn du eine willst, findest du sie auf dem Berg, auf Akrokorinth. Super, sie sind beim Tempel und halten Aphrodites Jünger bei Laune. Die halten also die Jünger bei Laune. Mhm. Gut, dann gehen wir mal zu den professionellen Leuten. Ach komm, da war ich doch gerade. Apropos mein neues Pferd. Entschuldigung. Aber wer das mit der Mähne eines Pferdes macht, der... Uiuiui. Das geht gar nicht. Genau, was hat er für einen Puschel auf dem Kopf? Ah, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Alter. So eine Pferdemähne ist doch voll schön. Und. Also. Na, egal. Hey, weg da, ich bin hier. Selber mal Lacker. Timmy, was schreibst du da? Los! Wie komme ich nochmal da hoch? Den langen Weg oder den Traum? Bewegung! Ja, okay, ich wollte nur. Ich wollte nur schauen. Ah, vielleicht ist das ein Trampelpfad. Dann flieg mal hoch. Antusa auf Griechisch. Nein. Ein Tempel auf der Spitze von Akrokorinth. Danach habe ich gesucht. Ja, und da war ich schon. Naja, okay. Ach, deswegen hat sie vorhin gesagt, dass sie sich da nicht blicken lassen darf. Also, so verschiedene Schrifttypen finde ich so interessant. Guten Tag, der Herr. Vielleicht war es ein Herr, ich weiß nicht. So,